Feuer der Wahrheit. Angeblich hat eine mit Zauberkraft begnadete alte Indianerin ihnen die Macht verliehen, von der Wand zu fallen und zu zerbrechen, sobald eine Lüge gesagt wird. Das ist ein wunderbares Geschenk. Ja, also, jetzt. Du, Butzi, ob die Teller zerbrechen, wenn man nicht die Wahrheit sagt? Aber geh, lass dich doch nicht jedes Schwindel einreden. Ein Antiquitätenhändler zählt viel, wenn er seine Sachen anbringen will. Ne? Hauptsache, wir haben einander gefunden und ich liebe dich. Wirklich? Na, erst habe ich dir meine Liebe nicht bewiesen, nicht? Ich will Geschenke. Ja, die waren schon ein deutlicher Beweis. Das Perlenkollier, das Armband aus Platin und gleich 4 Brillantringe. Du, sind die auch alle echt? Erst wenn ich verschenke, muss es echt sein. Natürlich. Wird einer unecht gewesen sein. Siehst du, du hast schon gelogen. Dann wieso ich? Höchst hat die Juwelier gelogen. Er hat gesagt, die Sachen sind echt. Ja, jedenfalls ist bei dir ein Teller heruntergefallen. Meinetwegen wird keiner zerbrechen. Denn ich habe noch nie gelogen. Dabei bin ich doch schon 19 Jahre alt.